Das ORF Tirol Rathaus in Kooperation mit dem Tiroler Landesschulrat war dieses Mal in Südtirol zu Gast in der Technologischen Fachoberschule Bruneck. Da hat es viele interessante Fragen gegeben, sehr lustige, philosophische, aber auch ganz alltägliche. Hier sind die Top 5 aus Bruneck. Woran scheitert eigentlich Integration? Ich beschäftige mich bei der Matura genau mit dem Thema und es interessiert mich einfach im Allgemeinen, weil ich sehe, was in der Welt so vor sich geht und ja. Was ist Zeichenkass? Weil es etwas Lustiges ist und weil man es gerne wissen darf. Wieso existiert überhaupt irgendwas? Wieso existieren wir oder das Universum? Weil vorher war ja nichts und jetzt ist einfach alles auf einmal. Da ist alles entstanden irgendwie. Und wieso gibt es das alles? Das hat mich schon allem beschäftigt, die Frage. Und wenn man einmal so nachdenkt, ist es verrückt, dass es irgendwas gibt eigentlich. Warum ist es in den Höhen kälter? Ich habe mit meinem Vater über das Wetter geredet und dann habe ich gesagt, ja, in den Höhen ist es ja immer kälter und dann bin ich halt irgendwie über die Frage gestolpert, warum eigentlich? Kann man es lernen? Ja, weil wenn man es lernen nicht kann, dann kann man ja das Lernen lernen. Aber wenn man es lernen nicht kann, dann kann man nicht lernen, weil man nicht lernen kann. Wir haben Nachmittag am Anfang in der Natur. Das ist mir eingefallen. Ich hätte gewusst, was denen, aber gedacht, ja, jetzt denke mal wenig über die Fragen nach. Ja. Ich bin philosophiert. Gemütlich. Also kann man lernen? Auch eine ganz findige Frage war das am Schluss. Sie haben es jetzt wieder in der Hand. Auf tirol.orf.at können Sie jetzt wieder über Ihre Lieblingsfrage abstimmen. Auf die mit den meisten Stimmen findet unser Rathaus-Team wieder die passende Antwort. Wird sicher spannend.